Warte. Da habe ich mich mal wieder ziemlich blöd angestellt. Du bist ein Gegner, das weiß ich. Das erkenne ich an deinem Namen. Du bist kein Gegner. Mittlerweile ist die Paranoia aber auch, glaube ich, schon wieder vorbei. Mut, Kevin. Huhu. Hallo, lieber Kevin. Wo ist der kleine Kevin? Na, wo ist der kleine Kevin? Wo ist er? Kevin. Hallo, Kevin. Kevin ist tot. Okay. So ist das, wenn man Kevin heißt. Man stirbt schnell. Hallo! Ach, und ich habe den Kevin auch gleich noch erledigt. Mensch, das habe ich mit der Sprengfalle geschafft. Wusste ich gar nicht. Habe ich nur so nebenbei gerade gelesen. Ah, wir schauen uns hier trotzdem mal um. Und dann macht es Boom. Und dann... Hilfe. Da kommt definitiv einer von der Seite, das weiß ich jetzt schon. Wenn da jetzt schon eine Granate hochfliegt, dann ist das sicher wie das Arm in der Kirche, aber das Arm in der Kirche ist manchmal auch nicht so sicher. Okay. Ich habe da einen gesehen, wo ist er denn? Paranoia. Die nutzen alle Paranoia, aber erster Platz. Geilo. Richtig geilo, warum erster Platz? War ich der Beste? Da stand doch erster Platz, oder nicht? Ich kann leider nicht zurückspulen gerade. Schade eigentlich, aber egal. Wir schauen mal, vielleicht war ich aus meinem Team näher der Beste. Ich weiß es gar nicht. Und 99 von 100 Kills von hinten, 24 von 25 Last Stands und yes, my baby. Wir haben verloren, aber ich war mal in meinem Team der Erste, deswegen 60 Punkte. Mensch, ja, ich war besser als die anderen aus meinem Team, weil ich habe weniger Tode, gleich viel Kills mit dem Zweiten. Cheese, ja, keine Ahnung, wie der heißt. Und irgendwie, was habe ich da denn benutzt? Achso, viermal überlebt oder was weiß ich? Keine Ahnung. Ja, Branko Hauptquartier machen wir einfach. Das bedeutet Revanche. Wir können auch gleich mal gucken, dass wir wirklich mal die Inhalte spielen. Das wäre so die letzte Stunde, die ich zocke. Dass wir da, oder die letzte halbe Stunde, die ich zocke, dass wir da nochmal die heruntergeladenen Inhalte spielen. Das wäre eine geile Sache. Ja, die Map scheint mal wieder gut anzukommen. Wenn diese Map zur Auswahl steht, dann wird gar nichts anderes gewählt. Habe ich das Gefühl? Dann haben andere Maps meistens gar keine Chance mehr. Und ich gucke mal ganz kurz nebenbei auf Facebook. Facebook. Eine Benachrichtigung, aha. 5 E-Mails bei Google Mail. Mensch, es läuft ja heute wieder wie geschnitten Brot hier. Gut, Morio Chums. Was für ein Name, Alter. Genauso wie, ja, weiß ich gar nicht. Ach ja. Oh, müde bin ich. Und der Sonntag, der ist immer... Ah, der Sonntag ist immer ein richtiger Scheißtag, finde ich. Es ist ein absolut überflüssiger Tag. Da hat kein Geschäft auf, gar nichts. Und, ja. Meistens bin ich dann auch allein zu Hause. Weil mein Frauchen nicht da ist. Die ist schon wieder bei ihren Eltern. Ja, keine Ahnung, wo die schon wieder steckt. So ist das mit den Frauen. Da weiß man nie, woran man ist. Bin ja gespannt, wann sie zu ihren Eltern zieht. Hallo! Du bist tot! Wusstest du das noch nicht? Mashe Baba. Mashe Baba.
Na, oh, leg dich nicht mit Sohan an. Denn der Sohan kann was, was du nicht kannst. Du kannst was nicht, was der Sohan kann. Nein! Du Vieh! Mistvieh! Altes, verdammtes Mistvieh! Ich mache dich kaputt. Miststück. Hallo. Pseudo Freefall, bist du jetzt bei uns? Ja, das ist jetzt unser Team. Okay. Silent All hat begonnen, Max Payne 3 zu spielen. Ey, cool. Hi, Silent All. Mensch. Oh, verdammt, Alter. Verdammt, verdammt. Hallo. Ja, mich wundert das so ein bisschen, dass sich hier überhaupt keiner von denen zeigt. Scheiße, habe ich natürlich mitten in meinen Kollegen reingeschossen. Kann ich nur froh sein, dass das kein Hardcore-Modus ist. Weil sonst hätte ich ihn nämlich eiskalt den Hinterkopf weggeschossen. Den Pseudo. Wo bist du? Scheiße, wo ist der? More You Chums ist das. Naha. Ja, deswegen spielen die auch fast alle mit Zielhilfe. Damit die halt auch mitkriegen, wer ein Feind ist und wer nicht. Siehst auch ganz genau, wie gezielt manche Leute schießen. Da ist ja meistens die Zielhilfe drinne. Und das sind fast 90%, die mit Zielhilfe spielen. Das war schon bei GTA so. Das war auch bei Red Dead Redemption war das genauso. Bloß bei GTA war es noch schlimmer. Wenn automatisch Zielen drin war, dann ging das Fadenkreuz auch nicht mehr runter von demjenigen. Ich glaube, das bringt nichts mehr. Ja. Ich bleib aber meistens trotzdem so lange liegen, bis ich dann tot bin. Aber irgendwie scheint es nicht mehr so zu laggen. Irgendein Idiot scheint raus zu sein. Das ist immer das Problem, wenn die Leute alle so eine Bambusleitung haben. It was just hot air. Coole Sache. Es leckt trotzdem wieder. Scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an dem. Wow. Ich werde mal schauen. Vielleicht... Da hinten. Meine Vendetta läuft da rum. Ja, das war ein Schweineglück, was ich da jetzt hatte. More You Chimps ist da oben. Jetzt möchte ich nur gerne mal sehen. Hilfestellung, wow. Yeah.
Ah, ach, hier bin ich. Hi, tot. Arschloch. Hi, tot. Arschloch. Hi, tot. Arschloch. Ja, so macht man das. Einfach durchrushen und einfach mal so ein paar Kills am Stück machen. Das ist immer eine geile Sache. Und dennoch hat er mich besiegt. Ich wusste es. Ich wusste es, dass sowas kommt. Aber ein Vorteil hat das Ganze. Ich habe so jetzt wieder meine Panzerfaust aktiv. Wow. Okay, das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt überhaupt nicht schlau. Das war richtig ungeil. Verpiss dich mal da. Nein! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Mensch, Freunde. Hallo. Kuckuck. Wo seid ihr? Ah, ich kann nicht sehen. Du bist gestorben. Oder auch nicht. Puh. Okay. Ach, guck mal da unten. Dark Jar oder sowas. Den habe ich aber leider nicht mehr erwischt. Okay. So, wir machen jetzt mal Paranoia. Würde mich mal interessieren. Einmal da durchschießen. Ein Kill mit 100 Punkten. Der hat mich tatsächlich schon wieder erledigt. Der hat schon auf mich geschossen, bevor ich darüber gesprungen bin. So sieht das nämlich aus. Yo! Yo, geil! Ich habe ihn trotzdem in den Schranken verwiesen, weil er mich einfach mal plündern musste. So ein Vollpfosten. Ja, das geschieht dir recht. Er kann es ja nicht wissen, aber... Dennoch. Muss man mit rechnen. Muss ich auch mit rechnen. Das ist natürlich ein Schweineglück, wenn der... Das war auch Schweineglück. Das ist Schweineglück. Alter, was ist denn das für ein Vollrausch? Das ist ja mal richtig geil. Es würde mich nicht wundern, wenn ich Erster werde. Es würde mich nicht wundern. Ach du Scheiße. Alter. Ha! Guck mal, schon wieder! Das kann's ja nicht sein! Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Das ist ja unglaublich. Das ist echt unglaublich. Also das habe ich noch nie gehabt. So eine Serie. Also so eine Kill-Serie. Alter, da musst du ein Schweineglück für haben. Jetzt kommt der nächste. Hier, tot. Schon wieder. Unglaublich. Das ist natürlich nur Glück, ne? Oh, es hängt einfach damit zusammen, dass ich wirklich ein schwaches Gegnerteam habe. Alte Scheiße! Ich glaube es alles nicht. Das ist eine richtig geile Runde. Vielleicht kriegen die ihre Vendetta gar nicht mehr durchgesetzt. Oder ich kriege die schon vollstreckt, die Jungs. Ich bin ja so ein Vollstrecker. Man nennt mich nicht umsonst den Vollstrecker der Nation. Der Vollstrecker des Volkes. Hallo! Und tot! Guck schon wieder! Unglaublich! Was für ein Schweineglück! 25 Team Deathmatch Spiele gewonnen! Also es ist jetzt auch kein Wunder, dass wir das gewonnen haben. Oh, der war aber noch einen Tick besser als ich. Scheiße. Ach Mann, ey! Aber das war trotzdem so ein absoluter Vollrausch eben. So, und dann starten wir gleich eben mal einen anderen Modus. Wir starten eben gleich in den Social Club oder in die anderen Maps. Besser gesagt, Entschuldigung. Das sollte mir eigentlich nicht passieren in einem Let's Play. Jo! 18 Kills.